sehr hier auch an der Scheibe drehen. Die Sonne wird nicht untergehen. Und jetzt geht's weiter mit Speck Nummer 10. Ist euch schon mal aufgefallen bei den ganzen irdischen Sachen, dass die Menschen immer dieselbe Scheiße machen? Und haben auch irgendwann mal uns Außerirdischen kontaktiert, haben sie schon längst diesen Planeten zensiert. Ein Stoppschild fällt in der Galaxie. Das Raumschiff dreht um, sie zerstören eure Fantasie. Okay, das war jetzt ein bisschen abgehoben, aber dennoch nicht genug. Denn die Menschen können es nicht lassen, alles im Gleichstück kaputt zu machen. Entweder wird es angepasst oder entfernt. Etwas anderes haben die Menschen in den Jahrtausenden nicht gelernt. Und das Ganze präsentieren sie als soziales Paket, obwohl es da gar nicht mehr um Menschenrechte geht. Da frage ich mich nur, in welchen irrigen Gedanken ihr lebt. Mittelalter, Verhaltensadel, Intelligenz wird eingesperrt. Das ist der neueste Slogan zu diesem Planeten. Den könnt ihr auch zu euren Göttern geben. Oder auch ein Leben, das nur stinkt, weil es in Einigkeit versinkt. Kreative Bildung hat dir keiner mehr zu geben, weil du nur nach Reichtum streben. So fährt diese Geschichte wieder blind an die Wand, wie es schon oft geschah durch eure Hand. Doch vielleicht werden es die blinden Massen irgendwann begreifen und das Ruder wieder in das Soziale reißen, dass man kann wieder von Verstand aufheben, so wie auch Liebe aus dem Herzen geht. Und dass man schließlich mit dem Leben angepasst steht. Denn mal ehrlich, würde eine andere Lebensform den Scheiß hier sehen, würde es sofort die Kurse geben. Nur noch Gier, Neid, Hass und Geld. So präsentieren die Menschen eine soziale Welt. Und sorry, darauf kann geschissen werden. So kann man nichts Soziales lernen. Nur noch blinde Gier und falsches Streben. Ist das wirklich der Sinn des Lebens? Sorry, ich sehe einen anderen Sinn in diesem Leben und will mehr aus meinem Herzen von mir geben. Mehr Neues geben und entfalten. Diese Welt ein wenig bunt gestalten. Und die grau-braunen Flächen aus den Quadranten kicken, denn die tun ja nicht mehr richtig ticken. Ich bin auch Drogenstück, tanzen, erzählen, wie langweilig euch ist, während ihr produziert in eigenem Mist. Und mir ist das zu niveaulos, was ihr da treibt, und zu einer blinden Anpassung an euch bin ich nicht bereit. Und wie gut, dass wir im Soziale leben, denn da darf und kann ich ein Scheiß auf Rechte geben. Die braune Scheiße, die hier keiner brauchen kann, also angepasst, das Hütchen, sick the alarm. Hey Kitty, you can't understand. I give you here my social hand. Ich bin auch nicht linksradikal, ich gebe ihm nur Klartext, das verbal. Und sorry, tue ich mich auch nicht im radikalen Links bewegen, so werde ich dennoch ein Scheiß auf die Rechten geben. Denn eins muss euch klar sein, sie zerstören das soziale Leben. Und die blinden Massen haben oft genug in meinem Leben getrieben. Ich habe jedes Recht, ein bisschen dagegen zu reden. Da diese sowieso immer nur dieselbe Scheiße von sich geben. Und die Sozialen mit Herzen spreche ich hier an. Kommt ruhig mit eurem Speck hier ran. Bringt euch auch ruhig ein und lasst ein bisschen die Sonne scheinen. Ihr braucht auch nicht über dasselbe Thema singen. Ihr könnt ruhig eure eigenen Beats rausbringen oder lasst eure Stimmen klingen. Ihr könnt auch etwas anderes singen und den Track zum Brennen bringen. Hier geht es um kreatives Schaffen. Nicht um die angepassten Massen, sondern Soziales und Vielfalt zu erfassen. Und ich weiß, die blinden Massen werden sich an meine Tracks hier stören. Ich finde aber, man kann sie sehr gut hören. Gegen das allgemeine Sozialleben habe ich in meinen Tracks auch nichts gegeben. Doch werde ich gegen Rechte stehen und weiter Soziales von mir geben. Und ist das Rechte auch am Weinen? Ich darf, kann und werde weiter gegen euch rein. Denn es ist nicht nur mein gutes Recht, sondern auch meine soziale Pflicht, dass man mir das Rechte bricht. Aber das versteht die angepassten Massen ja nicht. Werde ich weiterhin das Rechte brechen und mich gegen angepasste blinde Massen aussprechen, weil Teil des ganzen Sinn im Leben ist es, sich gegen diese radikale Scheiße zu erheben und mehr für Soziales und Freiheit reden, damit wir mehr Buntes und Vielfalt geben. Und so ladet euch hier ein, macht doch einfach auch mal rein. Es muss auch nicht dasselbe Anliegen sein. Doch eben Worte können viel bewegen, erreicht man damit auch anderes. Es geht auch nicht um die Perfektion, also traut euch doch in den Mikrofon. Ihr könnt auch nur ein Beat rausbringen, dann kann man selber dazu. Somit wünsche ich euch noch alles Gute, doch verlässt man